Hi und willkommen zurück zu Starfield mit Camopixel. Lehnt euch zurück und genießt die Aussicht hier in New Atlantis auf dem Planeten Jemison mit unserem neuen Kollege Vasco. Ziemlich cooler Typ. Wir sind an der Loge angekommen. Vasco sagte, wir müssen unsere Uhr benutzen, um die Logentür zu öffnen. Identifying, hold up to access. Entriegelt. Zugang gewährt. Ja. Captain, es sind gewiss alle in der Bibliothek. Wäre Barrett hier, würde er sagen, dass sie nun Teil von etwas Größerem sind. Und dass sie sich hier wie zu Hause fühlen sollten. Also ich finde, bei dieser Einrichtung fühle ich mich sofort zu Hause. So, super gemütlich. Die Atmosphäre ist schön mit den Lichtern. Wow, guck mal hier. Oh, falscher Knopf. Ist das die Mondlandefähre? Apollo? Hammer. Hammergeil. Okay, da hören wir sie schon. Gehen wir mal rein. Wow. Boah, sieht das gut aus. Wir haben wohl Besuch. Hallo. Willkommen bei der Constellation. Es gibt viel zu besprechen. Verrätst du uns, was mit unserem Freund passiert ist? Warum bist du hier und er nicht? Ach, ihr meint Barrett? Ja, Piratenangriff? Ja, Barrett hat mich gebeten, euch das Artefakt zu bringen. So ist es. Ah. Vasco, verifizieren. Alle getätigten Aussagen sind korrekt. Ach, typisch. Barrett überlässt unser Schiff und unseren Roboter irgendjemandem von diesen Billigminern, die er immer bucht. Walter... Und wenn wir nicht auf die Notfallprotokolle bestanden hätten, wäre der Space Miner hier schon auf dem halben Weg nach Neon. Ist er aber nicht. Er ist hier, mit dem Artefakt. Danke, Matteo. Also, konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Was ist passiert, als es extrahiert wurde? Hat jemand etwas gesehen oder gehört? Ja. Genau, wie oft ist das schon passiert? Hatte jemand diese Visionen außer mir? Wir glauben, es passiert jedem, der das erste Mal so ein Ding aus dem Fels zieht. Warum, wissen wir noch nicht. Wenn du also noch mehr Daten beisteuern könntest? Ja, es waren helle Lichter und so eine Art Musik. Interessant. Ganz ähnlich hat Barrett es beschrieben. Wenn auch weniger blumig. Blumig? Hört ihr das? Glaubt ihr mir jetzt? Es hat nie jemand bezweifelt, dass es passiert ist. Aber wenn du erwartest, dass wir an Märchen glauben, Cottrell... Wenn das hier das größte Mysterium im Universum ist, kann es doch auch Teil des ultimativen Mysteriums sein. Meine Herren, Konzentration. Das sieht so gut aus hier. Noel, es ist Zeit, deine Theorie zu testen. Gut, mal sehen. Die Artefakte reagieren aufeinander. Die Teile, die wir schon haben, bewegen sich, wenn sie sich nahe kommen. Wenn wir das Neue zu den zwei Alten hinzufügen... Das Artefakt. Leg es bitte hier auf den Tisch. Das ist es. Genau wie die anderen. Und wir dachten zuerst, es gibt nur zwei davon. Ah, mein Gott! Das ist es! Sie reagieren! Seht nur, wie sie sich zusammenfügen. Die Energie zwischen ihnen... So reagiert kein künstlich hergestelltes Material in den besiedelten Systemen. Keines. Atme. Du kriegst noch einen Herzinfarkt. Nicht nur sie. Wenn sie sich zusammenfügen, dann muss es ein Set geben. Von einer Intelligenz außerhalb der besiedelten Systeme erschaffen. Die 2000 Credits für unsere Wette gelten noch, Cottrey? Die Wette gilt, Walter. Tja. Wenn wir alle Antworten hätten, wäre es ja langweilig, oder? Ich will den Augenblick nicht ruinieren, aber was machen wir mit dem Neuankömmling hier? Also, bereit an die Arbeit zu gehen und rauszufinden, ob du dein Leben der Erkundung unseres kleinen Universums widmen willst? Rauszufinden? Ich würde sofort alles stehen und liegen lassen. Ja, ich bin dabei, ne? Was? Das ist alles etwas viel? Nee, müssen wir nicht. Ja, was wisst ihr über die Artefakte? Was sind die genau? Allein für sich sind sie nur seltsame Metallbrocken. Eine weitere Merkwürdigkeit aus den Weiten des Alls. Aber was sie sind,
was sie ergeben? Tja, du darfst jetzt helfen, dieses Rätsel zu lösen. Ich soll also der Constellation beitreten? Was genau würde das für mich bedeuten? Wir haben uns alle der Erkundung des Alls verschrieben. Auch wenn die Menschheit sich zwischen den Sternen niedergelassen hat, müssen wir weiter das Unbekannte erforschen. Ansonsten wird nur erwartet, dass du dein eigenes Urteilsvermögen nutzt, wie wir alle. Alles klar, bin ich dabei. Komm ruhig erstmal an. Stell dich allen vor. Es sind gerade nicht alle Mitglieder hier, aber du wirst sie bald kennenlernen. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Wir gehen ein wenig auf Reisen. Ich zeig dir die Grundlagen. Und hier, das hast du dir verdient, weil du uns das Artefakt gebracht hast. Zusätzlich zu den Credits erhältst du von uns einen Rucksack mit ein paar Extras. Du brauchst ihn da draußen ohnehin. Achte nur auf deinen Kopf. Okay. Boah, 8000 Credits und Constellation Rucksack. Schlüssel der Loge. Sprich mit Sarah, alte Heimat. Alles klar. Das ist Sarah. Sarah Morgan. Brauchst du was? Wir könnten jetzt mit den Mitgliedern hier babbeln. Das wäre mir aber zu viel Gequatsche jetzt am Anfang. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Ich stehe zu Diensten. Und das bedeutet, dass wir hier... Geöffnet, Schlüssel der Loge. Okay, hier geht's in den Keller. Wow, selbst das, ne? Dieser einfache Betonverschlag hier sieht echt gut aus. Wow, guck mal hier. Ein Haufen Werkbänke. Waffenwerkbank. Anzugwerkbank. Also ist alles vorhanden hier in der Loge. Snack. Nehmen wir mit. Schreibtischlautsprecher. Das soll ein Lautsprecher sein. Warte mal. Ich kann mit F zum Beispiel gucken, was man alles einsammeln kann. Ne? Hier ist zum Beispiel so ein Medipack drinne. Pharmazeutisches Labor. Müssen wir was essen? Komm, wenn hier schon eine Tomate liegt. Oh, den lecker Zwiebel. Und den Salat nehmen wir auch. Topf. Aha, es gibt auch eine Kochstation. Constellation Auftragsbörse. Mission Board Approach to Activate. Ja, später. Wir haben ja schon was zu tun. Klebeband nehmen wir mit. Industrielle Werkbank. Da gehe ich mal kurz ran. An der industriellen Werkbank kannst du einfache Komponenten herstellen, die du zum Bauen von Gebäuden für deine Außenposten und zur Herstellung von Fertigungsmods für Waffen und Ausrüstung verwenden kannst. Aha. Die Rohressourcen für hergestellte Komponenten erlangst du auf Planeten oder Monden, indem du dort einen Außenposten und Ressourcenextraktoren errichtest. Krass. Fortschrittliche Komponenten können mit Hilfe von Fabrikatoren in Außenposten hergestellt werden. Also hier kann man irgendwelche Teile herstellen. Die haben wir doch auch schon so gefunden. Also da braucht man hier Ressourcen. Wie zum Beispiel, wo stand es gerade? Hier Kupfer und Aluminium hätten wir jetzt auch. Aber es gibt auch fortgeschrittene Sachen. Hier Fasern, Kosmetikum, ne, solche Sachen. Okay, da, keine Ahnung, was das hier alles ist, ne? Brauchen wir jetzt auch nicht herstellen. Da oben liegt zum Beispiel so ein Ding. Den nehmen wir einfach mal mit. Ja. Anzugwerkbank, da können wir dann... Oh, guck mal hier. Eine Wumme und ein bisschen Munition. Hier ist auch nochmal Munition. Ja, alles mitnehmen, ne? Alles mitnehmen. Okay, schauen wir uns hier hinten mal um. Sieht mir eher aus nach Lagerräumen. Schmierstoff, Klebeband, keine Ahnung, wofür ich das immer mitnehme. Da bin ich, glaube ich, vorlaut geprägt einfach nur. Was ist das? Schraubenzieher. Na gut. Ja, das sind... Oh, guck mal hier. Entsperren Meister. So ein Constellation-Anzug. Und hier? Einfach nur Lager. Unterdeck. Nee, jetzt, wir wollen ja nicht noch weiter rennen. Ich suche. Aber warte, hier sind noch zwei Zimmer. Eine Toilette. Ja. Nichts Besonderes. Hier ist noch ein Zimmer. Hier ist wirklich ein Zimmer von jemandem. Wow, voll die Computer. Dichtmittel. Ist Zeug, ne? Nehme ich mit. Muzzle and me. Lustig.
Cracker. Die essen wir. Schraubenschlüssel, Klebeband, Tacker, Kuscheltier. Okay, hier wohnt wohl jemand. Keine Ahnung. Exit. Ich suche... Ich habe einen Schlüssel für die Loge bekommen. Das bedeutet ja, dass wir hier irgendwie rein können. Was kann ich für Sie tun? Oh, 1000 Türen. Oh, nein, ich brauche... Gucken wir mal hier rein. So. Das ist ein Zimmer. Hier liegen Credits. Oh, die dürfen wir sogar mitnehmen. Na ja, gut. Dann nehme ich die auch mit, ne? Ist aber Sebastian Banks Rede. Auszug aus der bewegenden Rede, die Sebastian Banks, der Gründer der Constellation 2276 vor der Führungsriege der United Colonies hielt, um sich für die Weiterführung der Weltraumerkundung einzusetzen. Okay, die will ich mir jetzt nicht durchlesen. 2200. Können wir irgendwo sehen? Hier, lokale Zeit, 13.50 Uhr. UT, 13.15 Uhr. Welches Jahr wir haben? Kann ich das irgendwo sehen? Hier ist ein Zimmer. Bett, Schlafen, in Besitz. Achso, nicht in unserem, sondern von irgendwem. Hier ist ein Badezimmer. Richtig edel. Richtig edel sieht das aus. Noch ein Zimmer mit mehr Forschungseinrichtungen. Was? If you're not part of the solution, you're part of the problem, ne? Heißt das eigentlich? Precipitate. Was ist das? Das Wort kenne ich nicht. Oh, guck mal hier. Benzol, Antimikrobiotikum und Aluminium. Okay, das geht schon richtig ab. Das ist auch in Besitz. Kosmetikpackung. Hier geht's raus. Da sind wir wieder im Flur. Warte mal. Wir sind von da gekommen. Hier reingucken. Auch in Besitz. Kissen für Yoga auf dem Boden oder sowas. Meditation. So, dann geht's nach links und nach rechts. Von da sind wir gekommen. Gucken wir hier mal rein. Auch in Besitz. Gehört also auch irgendjemand. Mit Boxsack. Gewichten. Klebeband. Huch, ich habe es einfach genommen. Hafer, können wir essen. Spielzeugraumschiff. Oh, krass, ne? Einfach dieses Detailverliebte. Einfach nur Hammer. Guck mal hier auch. Warte, ich mal die Taschenlampe an. Da sieht man nicht wirklich viel. Ordner, Tacker. Ein Zimmer, was quasi gar nicht genutzt wird, weißt du? Und das trotzdem irgendwie zu designen. Ach, da ist der wieder. Einzurichten. Hier ist noch ein Zimmer. Bett. Schlafen. Hier dürfte ich schlafen. Ist das mein Zimmer jetzt? Moby Dick, das Buch. Chronomark Uhrengehäuse. Guck mal, das gehört zu meiner Uhr, ne? Und das ist auch der Koffer, den man bei der Collector's Edition vom Spiel kriegt zu Hause, ne? Das wäre ja mal cool. Warum habe ich mir die eigentlich nicht geholt? Hier ist ein Lager. So, Transfer. Aber wir haben ja schon alles im Schiff, ne? So brauche ich jetzt hier nichts reinlegen. Okay, dann wissen wir aber, das ist unser Zimmer. Warte mal. Ich lege mich einfach mal schlafen. Eine lokale Stunde. Mal gucken, ob das was bringt. So, du warst auf und fühlst dich ausgeruht. Automatisch speichern ist passiert. Ausgeruht heißt vielleicht was? Wo sehen wir das denn? Gesundheit. Status auf B. Hier, ausgeruht. Für 24 wahrscheinlich Ingame-Stunden oder was? Plus 10% Erfahrung. Ne? Sehr gut. Hier ist so ein kleiner Besprechungsraum. Hier nochmal so eine Abstellkammer.
Nochmal eine Kochstation. Eine Bar. Richtig schick. So, und jetzt sind wir wieder hier bei dem Hauptraum, ne? Entdecker und Weltraum. Wie sagt man? Ich hoffe, ihr Quartier. Astronauten? Ne, was suche ich denn für ein Wort hier? Seefahrer und Raumfahrer. So. Gucken wir hier noch mehr Modelle. Boah, schön. Boah, sieht einfach übel aus. Ein Garten. Hier gibt es noch ein Brot. Das lassen wir mal da liegen. Okay, Sarah. Ja? Also, bereit an die Arbeit zu gehen? Oder war noch was? Nee, ich bin bereit. Ich kenne dich zu gut. Du planst irgendwas. Wir verrichten etwas altmodische Detektivarbeit. Okay. Die Artefakte sind eher inaktiv, wenn sie aus dem Gestein entfernt wurden. Die Leute können sie also weitergeben, ohne zu wissen, was sie sind. Ich habe meinen Kontakten gesagt, dass ich nach merkwürdigen Metallobjekten suche. Meistens kommt nur Unsinn zurück. Aber ein Tipp von der UC Vanguard klingt vielversprechend. Okay, gut. Was? Dann kann ich mehr über die United Colonies erfahren. Rumrennerei. UC Vanguard, wer ist das? Ein Freiwilligentrupp, der mithilft, die Grenzen des UC-Raums zu verteidigen. Suchen ständig neue Leute. Viele Veteranen im Ruhestand und gefährliche Profis, gemischt mit Teilzeitkräften, die mit Glück einen Laser am Schiff hängen haben. Mein Kontakt sitzt im Rekrutierungsbüro. Er kriegt also viel mit, was die Freiwilligen so treiben. Okay, dann, ja, unsere erste Mission, meine erste Mission. Mir ging es am Anfang genauso. Es liegt ein Kribbeln in der Luft, wenn man weiß, man steht vor einer Entdeckung. Aber das ist nicht alles. Ich will die Gelegenheit nutzen, um zu sehen, wie du dich machst. Und damit du mehr über uns erfährst. Gut. Ich bleibe bei dir. Wir reisen zusammen, bis wir ein Artefakt finden oder die Spur sich im Sande verläuft. Okay. Sarah wird als deine Begleitung fixiert, wenn du fortfährst. Verstanden, wir sind ein Team, bis wir das Artefakt haben. Alles wir klar. Wir müssen zum MEST, ins Vanguard Rekrutierungsbüro, wo mein Kontakt arbeitet. Okay. Und eins noch. Egal, was du früher warst oder was du da draußen treibst, es interessiert mich nicht. Solange du nicht die UC Security zu uns führst. Jedes Constellation-Mitglied ist sein eigenes Gewissen. Klar? Verstanden. Gut, dann spazieren wir ein wenig durch New Atlantis, ja? Machen wir. Auf dem Weg können wir ja noch ein paar Sachen verkaufen. Wir sehen uns zu Diensten, Captain. Bestimmt später wieder, Vasco. Es gab ja beim Start des Spiels keine Karte, keine Gebietskarte. Die gibt es jetzt aber. Wie macht man die nochmal auf? Also, hier, wow. Wow, die sieht ja richtig gut aus. Und ich kann reinzoomen. Cool, da steht unser Schiff. Hier sind wir lang gelaufen. Und dann haben wir hier die, die Bahn genommen, ne? Wo fährt die denn lang? Fährt die hier lang? Oder in die andere Richtung? Wo sind wir denn jetzt? Hier, ne? Die Loge. Dann sind wir wahrscheinlich... Hier ist die Haltestelle. Da sind wir angekommen und sind dann hier so durchgegangen. Jetzt möchte ich Immobilienbüro Mast District erkunden. Das ist die Quest. Markierung. Sergeant Yumi in der Halle. Okay. Medical Herrenausstatter. CJs. Hier. Centaurian. Arsenal. Heißt das so? Das ist ja nicht so weit weg. Enhance, Outland. Also ich würde denken, die haben Klamotten oder Anzüge. Hier gibt es halt Essen. UC Vertriebszentrum. Das könnte auch ein Händler sein. CJs könnte auch ein Händler sein. Gucken wir mal. Du hast diesen Ort noch nicht entdeckt. Können wir uns den markieren? Nee. Wir können auch drehen. Wow, ist ja eine richtige 3D. Also wir müssen einfach auf jeden Fall in den Süden. Nee. Mach mal raus. Können auch Tab gedrückt halten. Dann geht er direkt ganz raus, ne? So. Wir haben gar keinen Kompass, ne? Aber ich sehe auf dem Kompass jetzt so ein paar Icons hier, ne?
Wäre ja in diese Richtung. Dann gehen wir nämlich kurz bei dem Laden vorbei, verscherbeln den Krempel, den wir noch dabei haben. Medical. Was ist das? Herrenausstatter. Entdeckt. Gehen wir einfach mal rein. Gucken wir mal. Ich verspreche dir nirgendwo sonst. Ja, zeig mal her. Ja, Tatsache, guck mal, wir könnten bei dem jetzt Kleidung kaufen. Kleidung sieht ja lustig aus. Aus wie ein ganz moderner Mafiosi. Oder hier das, guck mal, krass. Richtig krass aus. Oder das, wie so ein Mönch. Westenanzug. Nee, ich möchte verkaufen. Wie mache ich denn das? Kuh. Kuh und R. So, Kleidung. Wir haben nämlich drei... Oh, der sieht auch richtig gut aus. Geil, guck mal mit der Grafik hier an seinem Visier oben. Das sieht richtig schick aus. Davon haben wir drei Stück. Da verkaufen wir jetzt zwei von. Das Kleidung. Können wir die zusätzlich anziehen? Oder wie... Ja, das haben wir jetzt an. Ach, guck mal. Das ist unsere Kleidung, die wir quasi gerade tragen unter dem Raumanzug. Und das... Hat 15 physische, also gegen Ballistik. Das hat einen hohen Energieschutz. Aber guck mal hier, was wir hier für einen Bonus derselbe, was wir hier für einen Atmosphärenschutz dazu bekommen, ne? Plus 5 Gesundheit und Sauerstoff ist bei allen dabei. Ich ziehe den. Nein, jetzt habe ich ihn ja verkauft. Oh, zurück. Wie geht das? Warte, kaufen. Kuh. Achso, einfach mit Q durchgehen. Ist der jetzt weg? Oder hat er den noch? Ja, muss ich den nochmal finden, ne? Hier, zurückkaufen, da. So, einmal zurückkaufen. So, den will ich nämlich anziehen. Helm offen. Und das ist eine Kleidung nur, ne? Das ist nur kosmetisch, hat nichts hier. Kann man verkaufen. Oh, die sieht aber auch gut aus. Oh, die sieht auch gut aus. Guck mal. Cool aus, wie so ein Rebell. Plus 10 Gesundheit. Bringt uns nur nicht so viel. Also für die hier gar nichts. Was ist das? Ach, die Mütze. Ja, die verkaufen wir. Okay. Hier, der ist auch ganz cool. So, das haben wir jetzt an. Das ist ein anderer. Argos Extractor. Wahrscheinlich so der Legere. Ja, was nehmen wir jetzt? Das bringt am meisten Dingens da drunter, ne? Also verkaufen wir das. Das auch. Jetzt ist er nackt. Und den ziehen wir an, ne? Was anderes können wir hier nicht verkaufen. Schön, dass du da warst. Ja, freut mich. Gehen wir kurz hier drauf. Nicht Anzug, Kleidung. Da. Nichts ausgerüstet steht hier, ne? Rennt der aktuellen Boxershot rum. So, den ziehen wir jetzt an. Und dann haben wir schon viel bessere Stats. Perfekt, so, das freut mich. Und Sarah ist mit uns unterwegs. Constellation kennengelernt. Ein paar Mitglieder kennengelernt. Und jetzt auf dem Weg zu unserem ersten Job. Allerdings auf dem Weg fehlt uns noch... Wie kann man die... Ah, so, mit Tab lange gedrückt halten. Ja, jetzt hier vorne irgendwo links. Ne, hier links. CJs. Ah, ne, ich muss gedrückt halten, dann komme ich wieder raus, ne? Ist das hier CJs? Orion Tower? Ne, das ist ja irgendein... Irgendwo... Da ist CJs. 49 Stunden offen. Wahrscheinlich ist der Tag hier... Länger. Hi. Was ist das? Sieht ja aber aus wie was zu essen. Sieh dich um. New Atlantis ist sehr schnelllebig. Ich versuche mitzuhalten. Okay, was hast du im Angebot? Klar, ich zeige dir alles. Ah, Hilfesachen. Also hier Essen, Stimpack und sowas gibt's bei dem.
Und da wir ja noch nicht wissen, was es gibt alles hier, also was wir, ne, ob was gut ist, was wir gut gebrauchen können und was nicht, außer dem Whisky, den verkaufe ich ihm, weil Whisky brauche ich nicht, ne? Wir sehen uns! Okay, dann ist das Zeichen also für solche Artikel. Camps, Medipacks und sowas alles. Ne, hier dieses komische. Und das hier wahrscheinlich auch. Weiß ich nicht. Gibt es hier eine Legende? Mission zurück, zurück. Ne, gibt's nicht. Guck mal, hier oben ist noch was. Fragezeichen. Dann gehen wir hier zu dem Centaurian Arsenal. Ne? Der müsste ja dann... CJs irgendwo hier sein. Hier ist wieder ein Turm, wo man reinkommt. Da kann man wahrscheinlich auch voll die Sachen erleben und entdecken. Hier, Centaurian Arsenal. Haben wir entdeckt. Gehen wir mal rein. Da gibt's dann... Oh ja, hier gibt's Women. Guck mal. Boah, krass. Geil, die aussehen. Guck mal, es gibt so welche, die sehen so richtig futuristisch aus, aber auch welche hier mit Holz, weißt du? So... Das alte, der alte... Oh, wer ist das denn? Ein Sanitär-Minibot. Ein Reinigungsroboter. Guck mal da, krass. Nahkampfwaffen. Okay, cool. Nee, das Tablet, das will ich nicht klauen. Hat schon ihre Berechtigung. Hi. Mir ist es lieber, jemand fühlt sich mit seinem Kauf wohl, als dass er ein mythisches, bestes Produkt kauft. Was? Herzlich willkommen bei Centaurian Arsenal. Redet ihr? Ich helfe sehr gerne dabei, dir ein schönes Einkaufserlebnis zu bieten. Der Aha. Umtausch ist ausgeschlossen, aber du bist mit deinem Einkauf sicher ohnehin zufrieden. Darauf gebe ich dir mein Wort. Umtausch ist ausgeschlossen. Ja, komm, zeig mal her, was Wir du finden bestimmt hast. Etwas, was dir zusagt. Ich will auch gar nicht sehen, was du hast eigentlich. Ich will nur dir meine Sachen verkaufen, weil am Anfang Waffen kaufen, das macht doch bei Fallout keinen Sinn. Wir leveln auf, die Waffen werden besser, wir können die alle finden draußen. Ne? So, die können wir verkaufen. Den Rest haben wir jetzt aktuell in unserem Dingens hier, ne? In unserem Favoritenliste. Minen. Minen verkaufe ich mal jetzt am Anfang. Munition behalte ich alles, weil ich keine Ahnung habe, was wir brauchen. So, dann brauchen wir immer noch einen Schuppen, glaube ich, wo wir... Hier, die zwei Piratenanzüge, einen Tiefminenanzug können wir noch. Ah, warte mal. Da, guck mal, der Constellation-Rucksack. Wow, der sieht gut aus. Was kann der denn? Der hat ein Jetpack, ne? Also müssen wir den eh nehmen. Wir finden ja noch bessere, das ist jetzt am Anfang. Und der hat auch einen guten ballistischen Schutz, guten elektromagnetischen Schutz, ne? Und der tauscht dann thermische gegen korrosive Schutz. So, dann könnten wir die ganzen Dinger nämlich auch verkaufen. Dazu müssen wir aber was finden, wo wir Klamotten verkaufen können. Ne? Du kannst hier den ganzen Tag verbringen in der Stadt. Wo war denn der eine Laden? Ah, ne, das ist ja nur der Herrenausstatter. Lass uns mal... UC, das United Colonies Vertriebszentrum. Das könnte sein. Jameson Mercantile. Unterdeck. Outland. Das könnten Kleidung sein. Und der hier könnte sowas wie ein allgemeiner Händler sein. Vertriebszentrum United Colonies. Nein, falscher Knopf. Da müssen wir jetzt rüber auf die andere Seite. Das ist das Riesenhauptgebäude. Nehmen wir mal hier den Weg. Sarah bleibt hinten dran. Wenn man einmal weiß, wie das Ganze über die Karte ausgerichtet ist, ne? Quasi diese Riesen... Boah, sieht das gut aus. Und diese Riesen... Boah, es sind aber auch Riesen... wie sagt man, Dimensionen hier. So, dieser Wald ist im Norden der große Wald, ne? So, jetzt können wir nochmal den Sauerstoff verbrauchen und so. Da, Fitness, 5 von 20, ne? Guck mal, die hier. Geheimes Treffen wahrscheinlich. Das hat
Paket wurde also zurückgebracht. Ich, wir haben Gesellschaft. Guten Tag. Huch. Agis, Agent. Okay, irgendwelche Agenten haben hier zwielichtige Gespräche geführt. Guck mal hier. Lagerkiste. Können wir aufbrechen, ne? Oh, ich finde das so cool. Das sieht so gut aus mit den Handschuhen. Immer erst die hier ausprobieren. So nicht. So würde er passen. Und dann einen Dreier. Der nicht... Der würde hier gehen. Und der dann da. Ja, warum erst die Dreier ausprobieren, ne? Die mit den, wie nennen wir sie mal, mit drei oder vier Strichen muss man als erstes wegbekommen. Weil, oh, guck mal, hier ist ein so ein Teil drin. Es können auch mehr zur Verfügung stehen. Und ich kann am Ende keinen... wie nennen wir denn diese Dinger? Wie soll ich das bezeichnen? Ich kann am Ende keinen so einen Kreis da gebrauchen. Warte mal, wir haben da jetzt ein Boostback, ne? Jo, geil. Guck mal hier. Zoom mal raus. Und abfangen. Zack. Cracked. Wo drei Striche, drei so Haken dran sind, wenn ich nur zwei Lücken füllen muss, ne? Ich erkläre das. Ich erkläre das nochmal, was ich da denke, woran ich da denke, wenn ich das an einem Beispiel euch zeigen kann. Outland, das ist, glaube ich, wieder ein Klamottending. Hier, UC Distribution Center, da wollte ich hin. Ich glaube, das ist so sowas wie so ein Vertriebszentrum, so ein Haupthändler oder sowas, oder? Cool, guck mal hier. Ein Minibot, Security Minibot. Piep, piep, hallo. Sollte es bei deinen Geschäften mit dem Vertriebszentrum Probleme geben, lass es uns bitte wissen. Wir wollen uns laufend verbessern. Willkommen im UC-Vertriebszentrum. Eine Information vorab. Ja. Offizielle Beschwerden können erst wieder eingereicht werden, wenn das Kundenfeedbacksystem wieder online ist. Ja, klar. Bis dahin. Es soll in etwa zwei Wochen einsatzbereit sein, aber du weißt ja, wie so etwas oft ist. Wir bitten, die Umstände zu entschuldigen. Und wenn du wegen eines Firmenkontos kommst, mir wurde versichert, dass die Lieferungen bald wieder planmäßig erfolgen. Okay, ja, ich will handeln mit dir. Oh, selbstverständlich. Wie war das bei Skyrim? Werft einen Blick darauf. Werft einen Blick darauf. So, nein, ich will nichts kaufen, dann bummel ich nur da durch. Waffen haben wir. Anzüge will ich verkaufen. So, sie hat 5900 Credits. Können wir zwei davon, einen davon verkaufen. Dann verkaufen wir unsere... Rucksäcke, die wir hier gefunden haben, außer den Constellation-Rucksack. Helm haben wir noch keinen gefunden. Kleidung, werfbare Items, Hilfe, Notizen. Können wir Notizen verkaufen? Ja, den hier, aber das ist ja was. Das Comic, stimmt, das habe ich ja eben in der Loge gefunden. Sturzschaden wird permanent um 5% reduziert. Sortieren, untersuchen, das muss ich gleich mal kurz im Digi-Dietrich, Drahtspule, Hantel. Die verkaufe ich jetzt mal. Klebeband. Den das behalte ich. Das wiegt nicht so viel. Und diese Spule auch. So, danke. Nee, tschüss. Zurück ans Werk. So, warte. Mal kurz ins Inventar hier unten. Sonstiges war das. Nee, gar nicht wahr. Notizen. So. Hallo, Notizen. Da. Der hier. Untersuchen, sortieren, Favorit ablegen. Kann ich den auch benutzen? Und dann... Habe ich permanent... Nee. Ich kann ihn untersuchen auf X. Dann kann ich mir nur quasi das Objekt ansehen, sortieren, Favorit ablegen, zurück untersuchen. Das habe ich jetzt, ne? Das zählt jetzt so, oder was? Oder muss ich damit irgendwas machen? Müsste ja dann irgendwo... Wo war denn das? Bei B? Status dabei sein oder sowas, ne? Charakter? Nee. Allgemein, Erkundung, Schiff, Mission, Kampf... Herstellen, Verbrechen. Ne, das sind sowas wie Statistiken, ne? Okay, alles klar. So, Sarah, jetzt aber wirklich können wir abdampfen. Ja, dann war das jetzt eine gemütliche Folge, in der wir die Loge kennengelernt haben und uns ein bisschen in New Atlantis
umgeschaut haben. So, jetzt lass mich kurz überlegen, wo ist hier das Riesenhaus? Da ist das Riesenhaus. Wir sind jetzt nicht im Norden, wir sind im Westen. Wir müssen in den Südwesten. Warte mal, da müsste doch eigentlich das Dingens in die Richtung liegen. Da vorne ist die Metro. Wir nehmen einfach die Metro zum Schiff. Geschäftsdistrikt. Ort entdeckt. Wir nehmen die Metro. Ah ne, wir wollen ja gar nicht zum Schiff, ne? Hier wollen wir hin. In diesen Mast. Oh, jetzt ist der Zug gefahren und Sarah konnte nicht einsteigen. Wir wollen ja zum Mastdistrikt, weil wir hier mit dem Kontakt von Sarah sprechen wollen. Ist Sarah denn jetzt da? Komm, Sarah. So, jetzt können wir noch einmal rennen, den gesamten Sauerstoff verbrauchen. So, hier rum. Zack, jetzt füllt sich die CO2. Ja, warte, ich will mitkriegen, was sie machen. So, jetzt ist er voll. Loyalität, Eigenverantwortung bei allen Einsätzen als Mitglieder der Navy der United Colonies. Vanguard Officer, guck hier. Ich schwöre. Dann bin ich stolz, euch in der Vanguard begrüßen zu dürfen. Neue Mitglieder. Also, ihr habt eure Aufträge. Zeigt ihnen, was die UC ja können. Super. Quasi Freiberufler für die United Colonies. Hallo. Willkommen im Mast. Wenn du einen Termin hast, darfst du gerne eintreten. Ich glaube, wir haben einen Termin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier, die Frau Morgan müsste das wissen. Aber wir checken das Ganze in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald.